Willkommen zu einem neuen Video. Bevor das hier alles anfängt, will ich kurz sagen, ich bin ein bisschen erkältet, deswegen nicht wundern, dass ich mich anhöre wie ein Stück Scheiße. Ja, wir reagieren heute auf Tuttle, denn der hat was gemacht, was mich sehr gefreut hat und ich auch sehr gespannt bin, und zwar ein Suicide Boys Paris Cover. Ich bin gespannt, wer den Song nicht kennt von Suicide Boys, dann geht euch erstmal schämen. Das ist, glaube ich, der drittmeist gestreamte Song von denen. Blendet euch einfach mal was hiervon ein. Ja, und der hat jetzt hier ein Beatbox-Cover von gemacht. Ich bin gespannt. Das finde ich jetzt sehr interessant, weil Beatboxen kann er auf jeden Fall. Das wissen wir alle. Und ja, wir gehen mal rein. Let's go. Yo, this is Beast Boy, Suicide Boys, Paris, Beatbox Cover. Let's fucking go. Jo. Erstmal, das T-Shirt ist noch unreleased, also ein TJ Beast Boy T-Shirt, ein neues. Das sieht auf jeden Fall cool aus, so schwarz-weiß mit einem roten Tuddle, also Beast Boy Logo. Sehr cool. Yo. Ey, das ist krass. Okay. Hey. Tell me what you know. Bottom of the fuck out the bottom with the gold grill. Demon make all these souls problems. Stalk, creep, out the fucking dungeon. Switch blade on him, hit the gun. Er rappt den Song selber? What the fuck? Oh mein Gott. Hey, wie krass ist das denn? 30 rounds of a clip, I rip. Too thick with a stick, but I won't miss. This slick, red sick, don't talk shit. Whip, whip, like a brick scale of fish. Suicide night time, oh, we don't fight crime, oh. Das ist ja unglaublich krass gut. Also ich glaube, das ist so, dass es, er hat eine Audiospur aufgenommen, indem er den Beatboxt. Und jetzt hier rappt er live den Part von Scrim und wahrscheinlich auch den von Ruby. Ey, wie krank! Das ist unglaublich krass. Ja, okay, das ist natürlich ein bisschen anders. Hört sich natürlich an, die Aussprache und so, weil er ist halt kein Amerikaner. Das hat man gerade an dem Grave 5-9 gehört, wie er es gesagt hat. Das sagt Scrim mit einer ganz anderen Erkennung, Betonung oder so. Aber das liegt halt daran, dass er Amerikaner ist. Das ist einfach so in seiner, ja, in seiner Sprache, in seiner Redensart so drinne. Das ist dann wahrscheinlich viel tatsächlich schwerer nachzumachen oder so, glaube ich. Young Christ, wrist slice, couple hoes on nice singing R.I.P. Ruby was a motherfucking reject, then I cut my wrist and all Boah. motherfucking rejects. Still broke after all the motherfucking weekends. Roll hoes asking if I see a ghost, tell him no, I just see smoke when the. Ey, ihr müsst im Hintergrund auf diese Lavalampe achten, diese, wie das wackelt. Der ganze Tisch ist am wackeln, weil da so viel Bass ist. Krass. Ey, ist das krank? Ey, Tuttle, falls du das hier sehen solltest, bitte mach mehr davon, mehr von Suicide Boys. Das ist unglaublich gut. Suicide Boys sind halt meine absoluten Lieblingsmusiker schon eigentlich immer gewesen. Und das ist sehr krass, wie du das hier machst. Bitte mach mehr davon. Okay, der will das wahrscheinlich nicht sehen, aber mach trotzdem mehr davon. Krass. Oh mein Gott, ich dachte, der tut jetzt einfach den Beat hier beatboxen, aber das
Damit habe ich nicht gerechnet, weil da steht halt einfach nur Beast Boys, Suicide Boys, Paris, Beatbox. Ich dachte wirklich, der macht hier den Beat halt nur. Aber dass er das noch rappt, völlig verrückt. Also mir hat es unglaublich gut gefallen. Ich denke mal nicht, dass das auf Spotify kommen wird. Da hat er wahrscheinlich keine Rechte für. Wenn doch, wäre es richtig cool. Und ich denke mal auch, dass das mit der Zeit sehr, sehr viele Aufrufe machen wird, weil in dem Video ist nichts Deutsches, sondern nur Englisch. Und deswegen wird das wahrscheinlich sehr, sehr viral gehen, auch in Amerika. Das werden die Amerikaner auch krass finden, denke ich. Ja, also ich fand es top. Jetzt dir gefallen, schreibt gerne in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen. Checkt die Videobeschreibung ab. Wir sehen uns beim nächsten Mal und haut rein.